Ja, hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Divinity. Entschuldigt nochmal, dass letztes Mal die Folge ausgefallen ist. Dafür geht's heute ganz normal weiter, wo wir jetzt in das Telirons Hinterzimmer gehen. Ich habe übrigens die Schlüssel schon mal alle einem Charakter gegeben. Nochmal danke für den Tipp in den Kommentaren. Ich habe da schon aufgepasst. Es ist natürlich auch bedeutend besser, das so zu machen. Genau, klaue erstmal einfach alles. Da war nichts drin. Aber in der Truhe ist da bestimmt was. Nicht eine nicht identifizierte Armbrust. Genau, da muss Yassi mal rangehen direkt. Ist ja einfacher, wenn die identifiziert direkt. Da muss ich auch ein paar Sachen korrigieren, dank anderer Kommentare. Also der Junge ist schon mal nicht mehr hier. Obwohl, wir könnten ja gucken. Was ist das denn? Ein stinkender Mantel. Ob hier unter den Schränken irgendwas versteckt ist, aber ich denke nicht. Das würde alles hier im Moment keinen Sinn machen. Das Skelett kann ich noch begutachten. Da wird aber auch nichts sein. So, gehen wir mal eben raus auf den Markt. Zum einen, du hast doch einiges an Geld, ne? Dir können wir die ganzen Gemälde verscherbeln. So, einmal so 1900 kriegen von dir. Ja, Gold wert. Antike Kampfangst des Eises. 2600. Die ist schon besser als die Prügelzeit, einzigartige Einhandwaffe, die ich im Moment anhabe. Und wir können natürlich an denen mal... Ah nee, das sollen wir ja einschmelzen, wurde mir ja empfohlen. Dann schaue ich mir das mal an. Das will ich erstmal nach Goldwert alles anordnen. So, weil die hat nämlich auch noch einen Goldbecher. Dann kriegen wir nochmal 400 von dem. Was bei dem am kostbarsten? Hat der auch nochmal ein Gemälde. Und dann haben wir dem sein ganzes Geld nämlich bekommen. Ich bin da mal weg, sage ich. Und am liebsten hätte ich jetzt mal ein... also dieser Fischdieb... Die hatte auch noch 3000 Geld. Nein. Verkauf den Mist einfach. Oh, ich krieg eine Krise. Weil das ist ein Bürger nur. Gemüseverkäufer. Seid ihr hier wegen eurer täglichen Portion Gemüse? Nein, gerade nicht. So, Zauberin. Hat mal eben 9000 Gold. Aber es geht mir eigentlich darum, ich suche wirklich eine Schaufel. Und am Ende wird einer im Video sagen, verdammte Hackeproof, da war sie doch. Ach, jeder Einzel kostete so viel. Ne, dann lassen wir's. Ich will dann keine einkaufen. Quäniger, was? Endlich kriegen wir Hilfe. Was für ein Chaos. Wenn man ein Lieblingsschaf hat, sollte man es braten, bevor es mitten in der Nacht gestohlen wird. Wie meine liebe Pralle Hoggett, die beste in meiner Herde. Wo ist eure Herde?
Die meisten habe ich vor kurzem an einem Händler verkauft, der Richtung Norden gezogen ist. Da oben laufen die Geschäfte zurzeit sehr gut. Die Bergleute bereiten anscheinend ein riesiges Gelage vor. Ich wünschte, ich könnte meinen lecker gewürzten Lieblinge ein wenig anknabbern. Die gestohlenen Schafen. Oh, oh, Hogge, du bist bis auf die Knochen vergammelt. Oh, mein armes, süßes, pralles Mädchen. Man hat dich völlig verschwendet. Der ganze Braten, der ganze Hammel. Noch nicht einmal der Fleischwolf will sie jetzt noch haben. Gebt sie her, mein kleines Schätzchen. Aha. Hat nichts zu verkaufen. Kann sein, dass ich mein totes Schaf gerade abgegeben habe. Weil ich die ganze Zeit habe rumgeschleppt. Wir fanden Bertias Schaf, aber wer hat es gestohlen? Okay. Ja, Esmeralda bestritt, dass das ihre Schuld war. Aber wir können zu Esmeralda gehen, weil es gibt ja noch diesen Nebenraum bei ihr. Da gehen wir mal durch den Hintereingang. Da habe ich den Schalter nicht gesehen. Ich gebe es zu. Ich habe da auch versagt. Aber ich korrigiere meine Fehler eben. Truhe leer. Da ist er. Ah, so that's what that did. Hier sind auch noch ein paar Goldbecher. Und hier scheinen die Leute auf dem Boden zu essen. Eine Schaufel! Das habe ich doch gesucht. was haben wir hier? Eine leere Schriftrolle der Luft. Einen einfachen Becher. Obst. Ein Kopf. Beziehungsweise ein Eberkopf. Leere Schriftrolle der Erde. Ein Zombie-Gemälde. Eine leere Fiole. Ein blutiges Messer. Wir fanden einen blutverschmierten Dolch in Esmeraldas Haus. Könnte er eine Mordwaffe sein? Oh, eine Menge Wert und Silbererz. Gemälde eines Schweins. Das nehmen wir auch mit. So, Jasmin, bitte mal hier den Ausrüstungskram mitnehmen. Was haben wir? Gegenstand der Stufe 4. Das wird uns nicht so viel bringen. Genauso wie die Kettenrüstung anscheinend. Tja, aber wem zeige ich das blutige Messer jetzt? Nutzlos, aber schön. Vor allem, ich habe Teller eingesammelt, die nicht markiert waren. Die sind mal eben 2250 wert. So, raus hier. Ab nach oben. Und jetzt können wir eigentlich die Esmeralda nochmal ärgern. Aber wir gehen vorne rein. Sonst regt sie sich wieder auf. Oh mein Gott, ihr seid bei mir einfach so eingedrungen. Stimmt doch gar nicht. Wir sind außen rumgelaufen. Siehst du doch. Guck doch mal genauer in Esmeralda. Wird echt mal Zeit, den Mord einfach aufzuklären. Bam, 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 bam. My friend returns. So, ach, der Jäger kehrt zurück. Ich hoffe, ihr seid hier, um etwas zu kaufen, nicht um Untersuchungen anzustellen. Sprechen wir auch mal über einen Mord an eurem Mann. Und was für ein unwiderlegbares Beweisstück legt ihr mir diesmal vor?
Wie wär's, wenn ihr mir erklärt, woher das Blut auf diesem Messer stammt? Vielleicht solltet ihr lieber mir erklären, was ihr in meinem Keller zu suchen habt. Und der Dolch, da ist ein Schlachtermesser und mein verstorbener Mann zum Fleischschneiden benutzt hat. Er liebte es zu kochen, der Gute. Was denkt euch als nächstes aus? Wollt ihr mich beschuldigen, dass ich ihm eins mit einer Bratpfanne übergezogen habe? Ja, bestimmt. Habt ihr auch, ich kann es nur noch nicht beweisen. So, junge Dame, ich glaube, die Sachen könnten dir ganz gut gefallen. ¥2250? Zahlt ihr mir zu wenig, weil es ihr eigenes ist? Oder weil sie mich nicht mag? Alles möglich. Egal, ein bisschen haben wir verdient. Kann man sich nicht drüber beschweren. Until we meet again. Dann hauen wir halt ab von hier. So. Und jetzt gehen wir mal zum Grabmeister. Beziehungsweise der, der ja den Mann hätte eigentlich vergraben müssen, aber wie er damals, wirklich vor 80 Millionen Jahren, muss man ja sagen, haben wir ja das Schaf gefunden. Ne? Wir haben ja nicht letztendlich Jack gefunden, sondern nur einen dämlichen Kadaver, der uns überhaupt nichts bringt. Also gehen wir zum Bestatter, weil ich müsste, glaube ich, irgendwann mal einen Schlüssel eingesammelt haben. Ich erinnere mich an Kommentare. So, Schlüssel zum Gartentor, Schlüssel die Truhe im Lagerhaus, östliche Königstruhe, Gasthaus, Hinterzimmer, Kirchtor, Haus des Bestatters. Komme ich von hinten dran? Nee, komme ich nicht. Muss runter die Treppe. So, keiner da. Also, Beste, was man macht, wenn keiner da ist, erstmal alles leer räumen, weil der Bestatter scheint ja auch irgendwie involviert zu sein. Das erlaubt mir, alles zu konfiszieren. Konfiszieren hier im Raum. Schlüssel verschiedenes. Wo ist denn das Buch der Blasphemie? Das Leichenhandbuch. Mal lesen. Das zweite Leben, Todesriten und Rituale bei den sieben Völkern, Band 1, Imps und Orks von Temrin Gusk. Ah, okay, so lang ist das ja gar nicht. Kapitel 1. Imps. Die Entsorgung oder Konservierung von Imp-Leichnamen geschieht stets nach dem Ermessen ihres Meisters. In der Regel werden Imps einfach zusammen mit dem Abfall verbrannt oder neben den toten Haustieren der Meister begraben, denen sie dienten. In Ausnahmefällen werden für besonders gehorsame oder geschätzten Imps traditionelle Todesriten abgehalten, je nachdem welchem Volk ihr Meister angehört. Im Hinblick auf die Einbalsamierung stellen Imps keine besonderen Probleme dar. Sie benötigen sogar weniger Formaldehyd als normale Menschen, Elfen oder Zwerge. Kapitel 2 Orks. Ihre Praktiken mögen für das ungeschulte Auge barbarisch erscheinen, doch der Tod bringt aufwendige und bisweilen gar schöne Aspekte der orkischen Kultur zutage. In der orkischen Kultur empfängt Amun-Hor, die Allmutter, die Seelen der Toten. Der Tod wird also gefeiert und nicht betrauert. Der Leichnam wird umgehend beerdigt und auf dem Grab werden wunderschöne Totems oder andere Reliquien platziert. Diese sollen die Allmutter erfreuen, wenn sie kommt, um die Seele des Dahingeschiedenen zu holen. Anschließend bilden die Stammesmitglieder aller Altersgruppen, einschließlich der Königin, einen großen Kreis und erzählen nacheinander Geschichten in Erinnerung an den Entschlafenen.
Erschlafften. So wird mit Freude und Ausgelassenheit an das Leben und das Dahinscheiden des Verstorbenen erinnert. Wer jedoch beim Betrauern des Toten ertappt wird, sei es durch Worte oder durch Tränen, wird mit dem Tode bestraft, denn wer den Übergang einer Seele zur Allmutter beweint, muss ein Verräter und Ungläubiger sein. Was total super ist, weil wir haben doch diesen Ork am Strand gesehen. Und da könnte es das doch echt sein, dass der falsch betrauert. Roberts Hauptbuch. Darüber hinaus halte ich es für unmöglich, dass irgendeine Person außer Bürgermeister Cecil, Hauptmann, Aureus, Eva Maria oder Esmeralda in der Lage gewesen wäre, Zugang zum Leichnam zu erlangen, ohne dass ich dies bemerkt hätte. Eine Leiche kann sich nicht einfach in Luft auflösen und selbst wenn, so kann kein noch so starker Windstoß einen Sack Gold auf die leere Totenbank geblasen haben. Nein, eine der genannten Personen muss die Finger im Spiel haben, aber solange Jakes Sarg nicht wieder ausgegraben wird, kann niemand das Verbrechen bis zu mir zurückverfolgen. Looks like the mortician is rather suspicious about Jake. What could Mayor Cecil, Captain Aureus or Evelyn have to do with it? So, wir fanden heraus, dass es vier Verdächtige gibt, die Jakes Leiche gestohlen haben könnten. Bürgermeister Cecil, Hauptmann Aureus, Eva Maria, das Lehrmädchen des Heilers und Esmeralda. Vor allem Riesennägel. Genau, lauf mal außen rum immer. Nein! Nimm einfach diesen Hammer. Genau. Plündern noch die Leichen. Und dann gehen wir mal hoch und gucken, was da los ist. Schlüssel für die Truhe des Bestatters. Ach, da bist du. So, was Jakes Leichnam angeht. Warum verdächtet ihr Bürgermeister Cecil? Ach so. Ja, es geht erstmal, woher wisst ihr das? Na klar. Viele von uns Ladenbesitzern haben dem Bürgermeister Ersatzschlüssel für unsere Geschäfte überlassen. Und er ist die einzige Person, die einen Zweitschlüssel für die Leichenhalle hat. Er hätte ihn benutzen können, um sich unbemerkt hineinzuschleichen, wenn das seine Absicht gewesen wäre. Und jetzt warum der Hauptmann? In der Nacht, als der Leichnam hier abgeliefert wurde, stattete mir Hauptmann Aureus höchstpersönlich einen Besuch ab. Er klopfte noch vor Sonnenaufgang an meiner Tür und ich sollte ihm, und zwar nur ihm, sagen, ob mir im Zusammenhang mit den sterblichen Überresten des Mannes etwas Verdächtiges aufgefallen war. Und Eva Maria? Ich weiß, es klingt ein wenig abwegig, das Lehrmädchen des Doktors einer derart gräulichen Tat zu bezichtigen, aber in dieser Stadt gibt es nur wenige, die einen Leichnam transportieren würden, ohne mit der Wimper zu zucken. Sie war es, die Jacks Leichnam vom Gasthaus zur Leichenhalle brachte. Und in der Nacht war sie irgendwie anders, irgendwie aufgeregt. Sie machte den Eindruck, als könnte sie sich kaum konzentrieren, als würde alsbald etwas Aufregendes geschehen. Es will mir einfach nicht in den Kopf, warum eine junge Heilerin so seltsam auf einen solchen Vorfall reagieren sollte. Dies könnte mit diesem ganzen Zirkus zusammenhängen oder auch nicht, aber ihr Meister Dr. Teliron hat mir eine Althütte abgekauft und zwar für einen exorbitanten Preis, wenn man bedenkt, dass die Untoten sich in ihr eingenistet hatten. Ich habe nie herausgefunden, wofür er sie benutzen wollte, aber er wollte sie unbedingt kaufen. Das ist das Labor, was wir gefunden haben. Warum verdächtigt ihr Esmeralda? Ich habe noch nie eine Witwe gesehen, die weniger bestürzt über den Tod ihres Ehemanns war und glaubt mir, ich habe schon hunderte Ehemänner beerdigt. Sie war es, die meine Klingel in der Empfangshalle läutete, just bevor der Leichnam entwendet wurde. Sie lockte mich nach draußen, weil sie frische Luft brauchte, bevor sie die Vorkehrung für die Bestattung mit mir besprechen konnte. Ein Komplize hätte sich hineinschleichen und die Leiche fortschaffen können, während ich die ach so überwältigte Esmeralda tröstete. Hm.
Leichen wahrscheinlich besonders nicht die, in dieser Zeit, da so viele den Orks und den Besten zum Opfer fallen. Tja. So, junge Dame. Back again. Kannst du mal ein bisschen ablenken? Danke. Ach, Kacke. Moment. Dann gib doch mal den Schlüssel, den du hast. Haus des Bestatters. Das gib mal bitte ihm rüber. Er hat sogar zwei Schlüssel drin. Ach so, ja, den einen, der gerade aufgesammelt hat, und den anderen. Ach, die Tür darf ich gerade nicht öffnen, oder was? Dann sind die Schlüssel doch nach Pascal wieder hoch. Oder? Ich darf mich wirklich in dem Moment nicht mit dem unterhalten. Greetings. Er mag mich dann nicht weiter. Tja, was kann ich noch machen? Nicht viel. Jedenfalls nicht, um in deinen Raum ranzukommen. Toll, ein Haufen Verdächtige und trotzdem keinen Schritt weiter. Was habt ihr gesagt? Hatten wir nicht noch ein paar Dietriche übrig? Ach, weiß wer die hat? Wenn hat er sie? Jan ist nämlich der Einzige, der überhaupt was mit Dietrichen anfangen kann, wenn schon, denn schon. Hinfort, hinfort! Schüsse zu Cecils Wohnräumen. Ich finde gut, wenn die einfach hier rumliegen. Bam, 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 bam. Können wir den auch ein bisschen ausspionieren? Und guck mal da, da ist eine Teleporter-Pyramide. Warum soll ich da nicht rein können?
Ach so. Haha. Was habt ihr zu verkaufen? Bei den Göttern! Was ist hier los? Zuerst muss ich einen gestörten Impfer scheuchen und nun steht ein vollkommen Fremder in meinem Badezimmer. Raus hier! Hier ist wohl etwas ein wenig schiefgelaufen. Da kann ich morgen eine Geschichte zum Besten geben. Entschuldigt, meine Dame, ich bin mit einer magischen Pyramide gereist und wusste nicht, wo ich landen würde. Ich finde, das ist am besten. Okay. Ich finde gut, wenn die KI einfach 80 Mal dasselbe nimmt. Boah, vor allem. Nein! Eine magische Pyramide, wohl eher eine frivole und unzüchtige Magie. Verlasst mein Haus, bevor die Götter euch für euer abartiges Verhalten bestrafen. If you please, this room is private. Don't just stand there. Go away with you. Bye. What are you still doing here? Tja. Dann gehen wir mal. Wer hätte auch gedacht, dass sie in der Badewanne gerade rumhockt. Ja, tut mir leid. Dann werden wir nächstes Mal den Bürgermeister in Kreuzverhör nehmen, obwohl der ist so daneben. Ich musste echt Anhaltspunkte finden. Naja, bis dahin. Ciao, euer Doc.